Okay. Urlauber, das heißt, ihr könnt eventuell Kantoformen, ich sage mal Kantoformen, mitnehmen. Oh, Hochzeitsreisende Tiller und Louis. Okay. Deluxe Doppelkämpfen, die sind wirklich immer real. Okay, lustigerweise haben die Kanto-Sandame und ja, Kanto-Volunder. Volunderbeere. Hahaha. Ich glaube, Elo ist im Vor- und Nachteil, das muss man einfach so sagen. Voluna ist nicht langsam. Voluna ist auf jeden Fall nicht langsam. Ich muss tatsächlich raus. Anansa resistiert Boden und Feuer. Und Hayley kann hier einfach mal Dark Lariat auf Voluna gehen. Voluna hat wenig Defensivwerte. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich hoffe. Müsste auf jeden Fall viel Damage machen. Okay. Ich glaube, das muss ich nicht verstehen. Es sind Computergegner. Könnte sich verklickt haben. Okay, Schwertanz. Das ist auch vollkommen okay. Ich glaube, mit Heli habe ich ein Risiko begangen, aber Sandama ist trotzdem langsamer als Heli. Vielleicht auch langsamer als Ansansa. Das macht auch nicht sehr effektiv. Wegen der Fähigkeit. Eigentlich wäre es neutral gewesen. Aber die Fähigkeit bringt eben die Resistenz zurück. Das ist auch sehr nice. So, 59 Elo. Da wirst du aber sehr greedy. Booste sich einfach zweimal mit Schwertanz. Alter. Hätte einfach auf dem Erdbeben klicken können, dann wäre Hayley einfach weg. Nö. Konnte ihn sogar Wutanfall, also die Attacke wieder erinnern lassen. Okay, normales Kokowai. Und normales Geowatz. Also ich glaube, da sind wir auf jeden Fall ein Vorteil. Mit Hayley nehme ich, glaube ich, keinen Rückzug und gehe direkt auf den Fla. Moment. Blutsauger. Das ist nämlich vierfach. Da erinnere mich an etwas. Normales Kokowai ist vom Typ Pflanze, Psyche. Das müsste auf jeden Fall reichen. Sopp. Bei Kokowai. Sopp. Du warst auf jeden Fall langsamer als Anansa. Müsste auch auf jeden Fall reichen. Stimmt, Robustheit. Bei Hayley. Oha, Hayley hat überlebt. Hat er sogar einen Volltreffer gekriegt. Okay, ja, Blutsauger. Ein KP. Stimmt, auf die Robustheit habe ich gar nicht geachtet. Man könnte auch Steinhaupt haben, aber okay. Endlich hatte ich mal wieder einen starken Gegner. Dafür allein hat es schon gelohnt, nach Ulula zu kommen. Na sowas, das nenne ich mal Entdeckung. So viel gebündeltes Talent findet man nicht oft in Alola. Das kann man schon sagen. Aber wenn man genau danach sucht, findet man in jedem gewisse Talente. So. Das Pärchen haben wir auf jeden Fall besiegt. Da ist ein Pokéball. Nicht vergessen. Ein Kometstück. Könnten wir auch verkaufen. So, es geht nach unten. Beschwerlicher Pfad. Die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Wer bist du? Oh, du bist auch dieses Mädchen, das mich zu einem Bild inspiriert hat.
Ich würde dich jetzt zeichnen, aber ich hole mich von meinen letzten 100 Skizzen. Die anderen Trainer auf der Route habe ich auch bereits besiegt, aber keiner hat mich genügend gefordert. Jetzt ist mir langweilig. Da möchte ich nur gegen jemanden kämpfen, der sie richtig zusammennimmt. Wie wäre es mit... Ja, genau, dir! Wenn alle Trainer näher besiegst, kämpfen wir beide gegeneinander. Eine Art Bossgegner. Die liebe Matsurika. Sie ist ja ein Captain, soweit wir das verstanden haben. Pokémon sind mein Metier und ich wende mein Wissen natürlich auch im Kampf an. Forscher Taro. Ditto. Bitte Hidden Power, Ability, kann das sein? Nee. Ich lasse das Wandler einsetzen. Aber ist auf jeden Fall langsamer, wir können auf den Turmkick gehen. Bam. Tut mir leid. Es gibt zum Glück Autowandler. So, Nico 62. Und wir sind immer noch ein bisschen drunter. Ja, eher auf dem Level der normalen Gegner. Wir können drinnen bleiben und auf Turbrück gehen. Magiemantel. Okay, ein Glück treffen wir immer mit dem Turmkick. Das könnte auch sehr neben gehen und dann verlieren wir die Hälfte der Lebenspunkte. Jammery 59. Du kennst dich mit Pokémon ja richtig gut aus. Mehr sogar als noch als ich. Ich bin beeindruckt. So, ein Forscher haben wir besiegt. Eine Veteranin. Ja, Schutz können wir einsetzen. Hallo. Oh, ein Lebensform für Zigarde. Tipps zu Tränen. Es gibt besondere Z-Attacken, die jeweils nur von einer Pokémon-Art eingesetzt werden können. Was genau ist ein Pokémon eigentlich? Weißt du es überhaupt? Da sind Lebensformen so wie wir. Ganz einfach. Ich weiß nur nicht, ob das Aliens sind. Aber es sind auf jeden Fall Lebensformen. Unsere Partner. Okay, Snebunna mit Erzwingern. Und ja, die Veteranen sind schon leveltechnisch hoch. Muss man schon sagen. Wird auf jeden Fall auf eine Eisattacke gehen. Ist aber schneller als zum Beispiel Hayley, deswegen... Ich gehe mal zu Hayley trotzdem. Stebuna kann nämlich Durchbruch haben, das ist nämlich ein Problem. Übernahme. Also manchmal denke ich, bei den Gegnern brauche ich nicht wirklich nachzudenken. Und manchmal weiß ich nicht, was gerade los ist. Alles klar. Das ist ja besser als gedacht. Geht er mit einer nicht effektiven Attacke auf Hayley zu. Okay, Grandiras ist ein bisschen übel. Drachekampf ist nicht gut für Hayley. Aber gut für Necro. Wenn Grandiras auf der Kampfattacke geht. Okay. Gute Wahl. Denken wir aber. So. Grandiras ist weg. Vielfach effektiv. So, 61. Nice. Tromborg. Tromborg schon ein bisschen bulky. Deswegen kann ich ruhig wieder zurück zu Hayley. Spukball. Ist immer die Frage. Ist der Gegner bulky genug? Okay. Ist Tromborg schneller oder langsamer? Ich könnte es aus und so einfach mal auf Nitro-Ladung gehen. Okay. Ist langsamer. Schade.
Richtig schade. Wäre es nämlich zuerst rumgekommen, hätte ich mich hochboosten können und dann angreifen können. Ich gehe mal auf den Dark Levitt. Wahrscheinlich wird es noch tanken, aber. Haley ist auf jeden Fall bulkiger als ein Apollo. Okay. Level 65 Ananza. Markbrand. Markbrand. Hat wahrscheinlich auch. Könnte Fokusschuss drauf haben. Deswegen gehe ich lieber zur Sicherheit zu Ananza. Wahrscheinlich hat es keinen Fokusstoß, so wie ich die Gegner schon gerne. Ja, kommt erst ein Sonntag. Aber. Somit neutralisierst du nur meine Fähigkeit. Rechnerisch. Ich kann jetzt einfach auf den Aqua-Durchschuss gehen. Okay, Feuersturm macht schon mehr Damage. Aber das macht immer nicht genug. Müsste reichen. So. Dankeschön, Darkson 61. Warum wohl ich nicht in der Lage war zu gewinnen? Danke, dass du mir diesen Denkanstoß gegeben hast. Ich sag nur mehr Coverage Moves. Coverage. Okay. Backpacker. Was? Ich kann mich an einen Megablock-Gegenstand erinnern. Ich wusste, dass er noch existiert. Was ist das? Und. Hä? Egal. Megablock. Ich kann mir nicht erinnern, was es bringt. Hi, ich stand vor dir. Ich bin eine Backpackerin. Ich tue, was mir gefällt. Und das von früh bis spät. Okay, heute steht mir der Kampf an. Zur Verfügung. Hi. Angela. Mimigna. Okay, das ist ein bisschen übel. Okay, ich fange mit Elo an. Das heißt, wenn es sich aufsetzt, können wir noch dagegen wirken. Ja, das. Manchmal frage ich mich, was mit Wiege los ist. Instant auf den Leitteiler. Ich kann so lange versuchen, Gegner den Angriff zu droppen. Okay, das war Glück. Das war definitiv Glück. Okay, jetzt kann ich da mir gar nichts machen. Und jetzt boostet es. Bei einigen brauche ich wirklich überhaupt keine Angst zu haben. Kann ich nur stehen bleiben, Gegner, keine Ahnung, greifen mit der nicht effektiven Attacke an. So fühlt es sich an, wenn man verliert. Ich weiß doch nicht, ob ich diesem Gefühl was abgewinnen kann. So. Okay, Backpacking besiegt. Was sind das denn für Leute? Ich habe nur ganz kurz was gesehen. Den fallen wir später raus. Pokéball. Hallo. Eine Nebelsamen. Ich kann mir schon vorstellen, was das macht. Nebelfeld, dann Samen. Genau. Erhöht die Spezialverteidigung in Nebelfeld, dann frisst man den Samen auf und dann erhöht eben die Verteidigung. Die Spezialverteidigung. Doppelkampf. Okay, ich muss eben Haley kurz heilen. So, Top-Genesung. Apollo ist okay. So. Hallo, ihr beiden. Manchmal kann man jemanden trotz fleißigem Trainieren nicht besiegen. Das ist zwar frustrierend, aber man darf nicht aufgeben. Übung macht den Meister. Und das stimmt. Ich will der Allerbeste sein und dafür mache ich vorher nichts halt. Ich zeige dir, wozu ich fähig bin. Selbst wenn etwas nicht sofort klappt, niemals sofort aufgeben. Denn wenn man irgendwas nicht versucht, dann hat man eigentlich schon verloren. Das ist einfach so.
Okay, im Grunde genommen. Simple Nachteil. Kramchef ist schnell. Elo auch, aber ich darf sie unterschätzen. Ich kann dementsprechend zu Dark Zone gehen. Müsste eigentlich alles tanken. Kramchef kann keine Kampfattacke. Das weiß ich. Und eigentlich müsste ich mit Heli auch raus. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich kann dementsprechend zu Jane Marie. Es ist neutral gegen gegen Gesteinattacken. Ohne-Attacken sind nicht effektiv. Ich kann so mit theoretisches mit den beiden Kramschiff rausnehmen und Volvox sollte dann absolut kein Problem sein. Ja. Übertreib. 96. 96 mal 2. 192. Das ist tatsächlich weniger als die Hälfte. Oder? Nee, das ist mehr als die Hälfte abgezogen. Ich habe weniger als die Hälfte noch übrig. So rum. So, ich kann jetzt mit Durchbruch auf Volvox gehen. Ah, das ist mies. Okay. Min Damage for the win. Gegner doch mit Flugattack angreifen können. Props an mich. So. Ja, Gesteinsproblem. Ich gehe mal zu Elo. Kein Gegner kann ruhig auf Darkstone gehen. Das ist vollkommen okay. Okay, Knirsche. Tanken wir. Vor allem ist es nicht Stab. Uff. So, alle kriegen Erfahrungspunkte. Nice. Level 60 und 62. Okay, Punkadude. Manche Dinge sind unmöglich, auch wenn man sich reinhängt. Hauptsache, man gibt eine gute Figur dabei ab. Ach, dass ich ein Punker bin, sagt offenbar nichts über mein Talent aus. So, erstmal heilen. Wir haben doch. Ja, Tafelwasser, das ist wenig. Heilen? Haben wir nichts. Das ist sehr toll. So, eben die ganzen Zitrobeeren. Ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. Zitrobeeren hat ja nur 25%, deswegen ist es besser als so ein 30 km Tafelwasser. Tafelwasser und so. Ich könnte theoretisch auch die Giefebeere benutzen. Dann geht es noch schneller. Geh erstmal gegen den hier. Da kann ich doch mal direkt Necro nach vorne bringen. Dann müssen wir eigentlich alle besiegt haben, kann das sein? Der stärkste zu werden mag ein unerreichbarer Traum sein. Versuchen werde ich es aber. Wenn wir beim Kampfbaum sind, keine Ahnung, und dort ein bisschen fertig sind, dann können wir mal das Blumenfeld erkunden. Und je nachdem, wie es kommt, wenn wir zum Beispiel Carpofala treffen, beziehungsweise falls sie überhaupt Carpofala treffen, mache ich dementsprechend einen Cut und werde dann das Wesen resetten. Das ist für mich eben wichtig. Ah, okay, wir sind zuerst dran. Bye. So, Necro. Nice. So. Und ein Machomai. Aber Machomai ist sehr bulky. Wir können nicht drinnen bleiben. Vor
Vor allem kann es auf jeden Fall Abschlag haben. Deswegen gehe ich zu Anansa. Falls es einfach so auf einen Kampfattack geht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay. Protzer. Alles klar, aber ich kann immer noch auf den Aquadurchstoß gehen. Zweimal Protzer. Ich muss aber immer noch Damage machen. Jau. Oha, Wuchtschlag. Machst aber sehr Damage. Komm durch, komm durch. Nice. Könnte Schildlos haben, was nämlich ziemlich krass wäre. Takuma. Ah, ich bin einfach zu schwach. Ich muss härter und länger trainieren. Sehe ich nicht so. Machen wir mal auf jeden Fall stark. Aber vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Pokémon. Ja, gut. Ich glaube, Platzierungsbären kann ich hier wohl einsetzen. Wir haben schon 90.000. Nice. Okay, die Zelle hole ich mir noch. Ach, da ist noch ein Trainer. Sogar mehrere. Sogar Doppelkampf. Ein Veteran, du. Ich glaube, Necron Heli kann ich vorne lassen. Ein Veteran, du. Wenn man wie ich Tag ein Tag auskämpft, gehen einmal schon die Gegner aus. Ohoho, mein Team und ich, wir kämpfen an einem Too Good und gerne 50 Mal.